Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Resident Evil 4, das Remake. Ja, ich habe bis zum ersten Speicherpunkt gespielt und habe mich auch schon total gefreut, wie das Spiel war und habe die ein oder andere gute und schlechte Sache erkannt und habe dann festgestellt, dass der sonst zu 100% funktionierende Player über die Nvidia-Card für den Arsch ist heute. Entschuldigung. Nichts aufgenommen hat außer den Ton und zwei Bilder quasi, also zwei Standbilder, die dann durchgelaufen sind mit dem Ton. Deswegen probiere ich das Ganze jetzt in der zweiten Aufnahme nochmal mit OBS. Das ist so mein Ausweichaufnahmetool und hoffe einfach nur, dass es diesmal funktioniert, weil meine Nerven liegen gerade ein wenig blank. Deswegen, weil es ist halt Mist, wenn man alles aufnimmt und die Witze, die man macht, sowieso kein zweites Mal mehr hinbekommt. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Herzlich willkommen auf jeden Fall bei meinem Let's Play. Ich drücke erstmal auf Starten. So, dann hatte ich festgestellt, dass es hier verschiedene Sachen gibt, dass ich da aber nirgendwo meine Boni angucken konnte. Deswegen habe ich erstmal auf Hauptstory geklickt. Nein, will ich nicht. Achso, kann ich hier ein neues Spiel machen? Genau. Dann gibt es einmal Spielmodi, assistiert, Zielhilfe ist aktiviert, höhere Ausbeute beim Herstellen von Munition, teilweise Autoerholung der Gesundheit, wenn im Status Gefahr, geringere Kaufpreise für bestimmte Objekte. Dann gibt es den Standard, die Standardversion, die ihr wahrscheinlich am meisten spielen werdet. Bei einem Game Over kann der Spielermodus zu assistiert gewechselt werden. Und die aktuell noch höchste Version: Veteranen, Gegner sind stärker und Herausforderungen schwieriger. Höhere Kaufpreise für bestimmte Objekte. Ja, und ich gehe davon aus, ich weiß es nicht 100%, ich habe noch nichts gehört, aber ich gehe davon aus, dass wir ein bis zwei weitere Spielmodi dann freischalten können, wenn wir das Ganze mindestens auf Standard oder vielleicht sogar auf Veteran einmal abgeschlossen haben. Die erweiterte Schatzkarte wurde angewendet. Sie können auf der Karte nun sehen, wo sich versteckte Schätze befinden. Da frage ich mich ernsthaft, ob das jetzt auf die Schätze bezogen ist, die man generell finden kann, weil es gab ja im Originalteil, ich glaube, das war dann so blau, was man runterschießen konnte, dass das diese Schätze sind oder ob das jetzt was völlig Neues ist. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Dann erzähl mal, was willst du an diesem Ort, so nah am Arsch der Welt? Sagen wir, ich suche jemanden. Muss jemand ziemlich wichtiger sein, he? Der befiehlt kommt von ganz oben. Helft ihm, sagt der Herr. Na, ihr fahrt ja kaum mit mir hier raus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Hat so einen seltsamen Humor.
Ich verrate dich was. Noch unter uns. Hier verschwinden immer wieder Leute. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Na dann, sollte das doch Routine für euch sein. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Ich glaube, hier ist es. Die Natur ruft. Bin gleich zurück. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Brauchst du? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? Der lässt sich ganz schön Zeit. Verlaufen? Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen? Ich warte hier. Wir wollen schließlich keinen Strafzettel. So viel zu helft ihm. Ja, was für ein Feigling. Damit beginnt Kapitel 1. Und eins kann ich euch schon mal sagen, die rechte Taste ist fürs Ducken bei meiner Einstellung. Ich habe die Standardeinstellung gelassen. Und R1 ist fürs Laufen. Ich habe es so eingestellt, dass der nur läuft, wenn ich drauf drücke. Achso, ja, hier kann ich die anderen Tasten noch nicht benutzen. Ja, eins möchte ich noch mal kurz vorweg sagen, weil es ja jetzt alles nicht mehr drin ist. Und zwar, ich hoffe, dass meine Stimme einigermaßen mitmacht. Ich hätte nämlich schon gerne zumindest die ersten 2, 3 Folgen aufgenommen, dass ich die schon mal intus habe, wie ich das anhört, dass ich die schon mal soweit fertig habe und dann auch noch hochladen kann, sodass ihr natürlich auch in den Genuss kommt, das Ganze anzusehen. Aber eins muss ich auch noch sagen, schaut euch diesen Leon an. Ich habe ihn beim ersten Mal schon mit einem Kiffer verglichen. Ich meine, was haben die bitte mit seinem Gesicht gemacht? Alles ist wirklich geil gemacht, was ich bisher gesehen habe in diesem Spiel. Die Umgebung, die Grafik, alles. Auch wenn er jetzt irgendwie ein bisschen verschwommen wirkt, finde ich. Was seltsam ist, weil die Hintergrundgrafik, die ist komplett scharf. Aber naja, er sieht halt jetzt so ein bisschen aus wie so ein Typ auf Ecstasy. Aber gut, wir sehen ihn ja sowieso meistens von hinten. Von daher ist das wohl nicht das Problem. Hier hat auch liebevoll jemand für uns schon mal Kerzen bereitgestellt, damit wir uns ein bisschen heimischer fühlen. Da hinten ist auch eine offene Tür. Da gehen wir auch gleich in die Richtung hin. Ja, hier weiß ich selber nicht, was das eigentlich darstellen sollte. Vielleicht war das mal ein Blumsklo oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, also von der Grafik her finde ich es schon ziemlich geil gemacht. Ich meine, gut, es ist natürlich auch immer besser, je mehr man sieht. Also nicht je mehr man sieht, je mehr Spiele rauskommen, je mehr das Ganze in die Jahre kommt. Hier sind überall noch mal Krähen. Theoretisch könnte man die wahrscheinlich auch abschießen. Aber wir dürfen, ach nee, kann man gar nicht, weil wir dürfen ja noch keine Pistole benutzen. Dann können wir hier einmal durchwarten. Ja, leider habe ich ja jetzt den Anfang schon miterlebt. Hier
habe ich die ganze Zeit draufgedrückt und mich für bekloppt erklärt, warum das mit X nicht funktioniert. Das liegt daran, dass mein X links ist, die aber nicht X wollen, sondern A wollen. Jetzt drücke ich mal drauf. Das ist für mich jetzt auch neu, diese Einstellung. Aber sie ist auch nicht viel leckerer als die Einstellung, die ich davor hatte. Nämlich von hier aus zuzusehen. Ja, vielleicht haben sie doch nicht für uns die Kerzen hingestellt, sondern damit die Tiere mehr sehen können. Hier weiß ich immer noch nicht, was das ist. Rechts ist irgendwas so orange am Flackern. Als ob da gerade was... Seht ihr das? Als ob da gerade was am Brennen ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber man kann es auch nicht wirklich sehen. Also es sieht irgendwie aus wie Glut oder so. Keine Ahnung. So, und hier habe ich beim ersten Teil schon gesagt, dass es ganz anders aussieht als der Originalteil. Da war ja eigentlich so eine kleine Hütte am Anfang, wo wir, glaube ich... Naja, was heißt kleine Hütte? Also vielleicht so ein Häuschen. Es war ja auch mit zwei Stücke, glaube ich. Ja, zweistöckig war das. Aber nur der rechte Teil bis zur Veranda. Also der ganze hintere Teil hier, der war definitiv nicht dran. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich besser finde. Die große Hütte oder die kleine Hütte, keine Ahnung. Können wir hier? Nee, können wir nicht. Ne? Wir können ja nicht schlagen. Das finde ich ein bisschen blöd gemacht, weil das war, glaube ich, im Originalteil so, dass man von Anfang an alles machen konnte. Also sobald man ausgestiegen ist, konnte man direkt die Pistole zücken. Man konnte direkt schlagen. Man konnte sich mit allen direkt vertraut machen. Und hier wird das so, ja, extra weggehalten, sage ich mal, als so eine Art kleines Tutorial, was ich persönlich nicht so schön finde. Da schaue ich jetzt trotzdem noch mal kurz nach, weil es kann ja auch mal sein, dass man irgendwas übersehen hat. Haben wir aber nicht. So, dann gehen wir mal direkt hier rein. Genau, guck erstmal, ob hinter dir einer ist. Ganz wichtig. Ich hasse es, wenn mich von hinten Leute angreifen und ich nichts mitkriege. Ich muss auch hier nochmal betonen, ihr wisst das ja nicht, weil ihr habt die erste Aufnahme jetzt nicht mitbekommen, dass ich ein kleiner Schisser bin. Also ich liebe die Resident Evil Teile. Jemand zu Hause? Nein. Ich liebe die Resident Evil Teile. Ich liebe es, jeden Teil, also jeden neuen Teil, der rauskommt, zu spielen. Aber ich hasse immer den ersten Durchlauf, muss ich gestehen. Weil, ja, es ist einfach so... Das war jetzt keine Tür hier, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Da ist auf jeden Fall ein X drauf. Es ist einfach so, wenn irgendwas neu ist und ich nicht weiß, was passiert, ja, da bin ich halt, da kommt der Schisser in mir raus. Bin ich ganz ehrlich. Wenn mir das eine übersetzen kann, bitte einfach mal kurz Pause drücken und einfach mal in die Kommentare schreiben, was hier steht, weil ich kann leider weder Spanisch noch sonst irgendwas. Manchmal reden die auch Latein. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt steht. Ich denke mal, das ist alles Spanisch, so wie sich das liest, in Anführungszeichen. Ja, hier hatte ich dann mal geguckt, hatte gedacht, okay, wir müssen hier einen Code eingeben. Habe dann später festgestellt, okay, es ist kein Code, sondern das ist unser Inventar, was uns da angezeigt wird. Ja, kleine Gameplayerin darf sich solche Fails erlauben. Da habe ich noch gemeckert, warum haben wir eigentlich keine Taschenlampe? Habe dann aber später festgestellt, dass wir später noch eine bekommen. So, und jetzt gehe ich allerdings noch mal kurz zu der Tür an den Anfang. Hier müssen doch irgendwo freundliche Leute drin wohnen, oder? Ich meine, hier ist auch wieder alles leer. Ich verstehe das nicht. Hier muss doch irgendwo einer drin wohnen. So, hier das ganze schöne Zeugs. Ich weiß nicht, Kupferessenz mit Gehirnmasse oder sowas. Und irgendwas Grünes. Hier haben wir noch mal so ein kleines Voodoo-Püppchen. Primitiver Talisman, das Urteil naht. Ich möchte kein Urteil, danke, ich lege das Ding wieder zurück. Ich möchte euch nur metzeln, wo es sein muss und dann möchte ich hier durch und einfach nur die Story genießen. Wobei genießen bei so einem Spiel, weiß ich nicht, ob das so das richtige Wort ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier passiert ist. Das sieht teilweise aus, als wären das tote Fliegen. Ich bleibe mal bei toten Fliegen. Es könnten aber auch irgendwelche Nadeln oder sowas sein, die sie einen ins Bett gelegt haben. So die Prinzessin auf der Nadel sozusagen. So, Moment, da sind wir reingekommen. Ja, von den Klamotten. Es ist schon so von Motten zerfressen. Ich weiß nicht, ich glaube, da nehmen wir auch nichts von mit. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht wirklich was von. Das war die Tür, habe ich mich jetzt erschrocken. Oh, ich erschrecke mich schon von meiner eigenen Tür. Hilfe. So, hier können wir noch weiter.
Hallo? Bären fallen? Nicht gut? Sorry, dass ich so reinplatze. Monsieur un policía. Vino aquí. Ja, und wir merken, Leon, entschuldige, ich habe dich schon wieder abgeschnitten. Das ist irgendwie so meine Art, dass ich Sachen direkt aufnehme und ihn da nicht ausreden lasse. Und wir merken, Leon ist sehr viel wendiger geworden. Ich meine, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, das war im ersten Teil nicht so, dass er treten konnte. Vielleicht war es auch so und ich habe es, also nicht im ersten, sondern im vierten, natürlich im Original. Vielleicht war es auch so und ich habe es vergessen. Ich habe keine Ahnung. Da hängt noch irgendwie das Fleisch von den Hauern, also von den Tieren dran. Aber diese Bärenfallen hier, die ich eben gesehen habe, die sind ganz böse. Daran erinnere ich mich. Die waren irgendwo im Anwesen verstreut, soweit ich mich erinnern kann. Ich meine, es wäre im vierten Teil gewesen. Und ich bin ständig da reingelaufen. Das kann ich euch schon mal vorweg sagen. Das heißt, ihr wisst, womit ihr rechnen müsst in diesem Teil. Boah, wie das riecht. Ja, es sieht auch nicht wirklich besser aus, als dass es riecht, glaube ich. So, Pistole haben wir jetzt übrigens. Links unten, also L2 drücken, um zu zielen. In meiner Einstellung, wie gesagt. Und R2 drücken, um ja kaputt zu hauen oder zu wehren, abzuwehren. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts Falsches. Ich drücke mal eben... Ne, links... Ah, okay, links oben ist dann nochmal, um damit zu kämpfen, glaube ich. Wobei das eigentlich auch kämpfen sein müsste. Aber egal, gut. Das haben wir schon mal herausgefunden. Ja, und das Innere des Schimpansen oder so. Ich bin mir nicht sicher. Kann man das hier eigentlich nehmen? Man kann es nicht bewegen. Haben wir dann auch herausgefunden, wie sowas aussieht. Das wollte ich immer schon mein Leben lang mal herausfinden. In Klammern nicht. Wir luken mal eben hier durch. Vielleicht steht da ja einer daneben, den wir dann übersehen sonst. Nein, okay. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als wirklich hier durchzugehen. Ist auch keiner da. Man weiß ja nie, ob das Spiel plötzlich was anderes macht, als es vorher gemacht hat. Ich bin da immer vorsichtig. So, und hier war so der Aha-Effekt für mich. Er hat doch eine Taschenlampe. Ja. Ja, und dieses Tierchen da oben sieht irgendwie überhaupt nicht einladend aus. Sind da auch Krähen dabei? Da sind auch Krähen mit reingebunden. Ach du Schande. Und das Ding kennen wir doch, ne? Das war doch dieses komische Teil, aber aus Nägeln, was wir eben schon gesehen haben. So. Negative Nachricht. Wir haben jetzt eine Pistole. Das heißt, irgendwas passiert gleich. Irgendwas höre ich, aber es ist sehr leise. Obwohl ich den ganzen Sound und alles komplett auf 100% stehen habe. Was ich ein bisschen seltsam finde. Da ist so wieder die süße Ratte. Hallo. Da habe ich mich beim ersten Mal noch gefragt, ob die mich beißen kann. Ich habe echt damit gerechnet, die läuft jetzt auf mich zu und dann erstmal so ein Biss in den Fuß oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Ich will es, glaube ich, auch gar nicht wissen. Das ist irgendein Rind oder sowas. Ich glaube, das ist ein Radio, was ich höre. Hey! Contesta, necesito apoyo! Ich höre sie. ¿Quiénes sois?
Wie ist Ihr Status? Was ist hier los? So, mein obligatorischer Blick. Irgendwas passiert jetzt. Starren wir erstmal 10 Minuten auf die Tür. Auf die einzige Spalte, denke ich mal, in diesem Raum, wo irgendwas durchkommen kann. Aber hier können wir noch was... Nee, hier können wir nichts holen. Hier konnten wir nur auf ihn drauf gucken. Genau, das war das. Ich wollte eigentlich was einsammeln, aber es ging nicht. Gerade erst eine halbe Stunde her, dass ich das aufgenommen habe. Was ja nicht funktioniert hat. Und schon weiß ich nicht mal, was ich da gemacht habe. Ja, so ist sie halt, die Gameplayerin, ne? Da waren anscheinend mal Hasen drin. Jetzt sieht es allerdings sehr blutig und verrostet aus. Kein weiterer Kommentar nötig, glaube ich. Was war das? Ein Geräusch. Mach dir nicht ins Hemd, es war ein Geräusch. Jetzt darfst du dir ins Hemd machen. Nicht dein Ernst. Witzig. Nee, das ist es auch nicht. Ist er nicht nochmal aufgestiegen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Sieht aber nicht so aus. Also, ich habe gerade auf die Schnelle gar nicht gucken können. R2 ist dann, um abzuwehren. Ich weiß aber nicht, ob wir dafür jetzt ein Messer dabei hatten. Oder ob wir einfach das Messer bei ihm reingerammt haben quasi. Da können wir auch nichts looten. Okay. Ich gebe zu, beim ersten Mal bin ich hier etwas ängstlicher hochgegangen. Der war bei mir nicht da. Ich laufe mal ganz schnell hier hoch. Ich gehe mal da rein. Warum war der beim ersten Mal nicht da? Was ist? Hier ist Condor One. Hannigan hier. Wie geht's voran? Die Präsidententochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Ich muss los. Melde mich. Ich find selbst raus. Ich verlasse euch jetzt. Ich gehe jetzt einfach hier lang. Ja, und den Teil hier, den finde ich auch besonders geil. Irgendwie die Brücke, die sieht schön richtig toll aus. Ich gucke lieber nochmal, ob sie mich doch nicht verfolgen. Allerdings die Blutspur, die ist natürlich alles andere als gut. Hier hatte ich aber beim ersten Mal was gesehen und es hat sogar perfekt funktioniert, weil ich dran gedacht habe, ah ja, da hinten. Weil... Wer den ersten Teil kennt... Na, geh ein bisschen... Der weiß, dass Krähen immer etwas dabei haben. Und zwar hat die Peseten dabei. Money, money, money. Krähen Afani. Oder Crows Afani, so. So, dann können wir uns hier auch nochmal kurz umgucken. Hier kommen wir nicht vorbei. Hier ist auch nochmal was zum Kaputtmachen. Ich behaupte jetzt mal, das ist wie so ein kleines Tutorial halt eben aufgebaut. So, da hinten war, glaube ich, nichts mehr. Aber da kann ich nochmal gucken. Das habe ich mich beim ersten Mal nicht nach... Oh, er hat automatisch nachgeladen, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. So, eine eingestürzte Höhle sozusagen. Ein eingestürztes Haus. Warum nicht? Da habe ich mich übrigens beim ersten Mal wahnsinnig darüber gefreut, dass hier ein Speicherpunkt ist. Ich habe zwar nicht allzu viel gemacht, zugegebenermaßen. Aber man freut sich ja immer über Speicherpunkte. Das Einzige, was halt eben blöd ist, die richtig bescheidene
Konsequenz daraus, wenn wir einen Speicherpunkt hier haben, wird etwas Böses kommen. Das war ja schon immer so. Aber ich habe auch was Tolles festgestellt. Ja, jetzt kommt das hier wieder mit dem Koffer anpassen und so weiter. So, ich habe auch was Tolles festgestellt. Wir können hier nicht nur speichern, wir haben hier auch Aufbewahrung und Koffer anpassen. Wir können auch theoretisch auf Speichern gehen und dann machen wir einfach hier oben R1 bzw. L1. Da können wir auch durchschalten. So, und ich werde jetzt erstmal die beiden reintun. Ich bin mir nämlich überhaupt nicht sicher, was jetzt eigentlich kommt. Also ich meine, dass jetzt das Dorf kommt. Bin mir aber jetzt nicht so 200%ig sicher. Deswegen, ne? Lieber mal vorsichtig sein. Ich habe es gerne so, bin ich ganz ehrlich, dass die Sachen alle ein bisschen aufgeräumt sind im Inventar. Deswegen mache ich das in der Regel so, wenn es denn möglich ist, dass ich die, ja gut, hier, das ist jetzt natürlich Schießpulver, das müsste eigentlich nach unten, können wir eigentlich auch nach unten tun, weil die ist ja sowieso nicht so groß. Eine Flinte mit abgesägten Schaft und Lauf. Die kompakte Größe sorgt für exzellente Bedienbarkeit und Handling. Und das andere Sentinel-9, eine speziell für die Bekämpfung von Bioterrorismus modifizierte Waffe. Ihre Genauigkeit und Vielseitigkeit machen sie zu einem verlässlichen Begleiter. Die beiden schmucken Kerlchen hier haben wir bekommen durch die Deluxe Edition. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die hier schon drin liegt, aber sie tut's. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil, dass wir die dann direkt mitnehmen können. Eins weiter, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, auch wenn ich etwas verwirrt war. Es gibt einmal den silbernen Aktenkoffer, den goldenen und den klassischen Aktenkoffer. Den silbernen, den haben wir jetzt gerade drin. Erhöht die Fundrate der Pistolenmunition. Dann der goldene erhöht die Fundrate für Geld, was natürlich auch nicht gerade zu verachten ist, weil, wenn ich mich richtig erinnere und das hier auch so ist, wir eine Menge Geld brauchen, um ja Waffen aufzurüsten, den Koffer nochmal zu vergrößern, glaube ich, oder ja zu verbessern im Sinne von zu vergrößern, soweit ich mich erinnere. Ja, Waffen und Koffer im Endeffekt konnte man, glaube ich, davon machen. Ich glaube, man konnte auch Munition davon kaufen später, aber das war ja so, wenn das jetzt der richtige Teil ist, den ich im Kopf habe, dann war es so, dass man das mit nach und nach halt eben erst freischalten konnte, also nicht von Anfang an. Und der klassische Aktenkoffer erhöht die Rate fürs Schießpulver. Das wäre natürlich auch cool, gerade so kurz vorm Boss oder so, aber naja gut, ich meine, ich würde sagen, wir bleiben erstmal beim silbernen Aktenkoffer, weil erhöhte Pistolenmunition wäre natürlich richtig, richtig geil, weil man ja doch schon einiges damit machen kann. Schießpulver, klar. Finde ich auch gut. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Mit dem Schießpulver, glaube ich, konnte man auch Pistolenmunition machen. Pistolenmunition, Schrot, Granaten, meine ich, konnte man damit machen. Und von der Uzi oder was, die Munition. Mehr weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Doch, Granaten, ja klar, Granatenwerfer konnte man, glaube ich, auch damit machen. Und was, glaube ich, auch neu ist, die Talismane. Pistolenmunition, 30% häufiger Herstellbonus auf Pistolenmunition und grünes Kraut. Grünes Kraut stellt 15% mehr Gesundheit wieder her. Diese beiden Sachen sind, wenn ich mich richtig erinnere, auch durch die Deluxe Edition gekommen. Also die werdet ihr nicht haben, wenn ihr nur die kleine Edition gekauft habt, sondern nur mit der Deluxe Edition. Ja, und ich würde sagen, ich speichere erstmal das Spiel. So, damit das ja nicht so lange dauert, werde ich das dann immer so ein bisschen rauscutten, wenn ich speichere, damit es schneller geht. Ich guck mal eben, Waffe wechseln. Ah, okay. Dann haben wir hier erstmal die neue Waffe. Die sieht übrigens ziemlich geil aus, muss ich sagen. Möchte ich aber natürlich noch nicht verwenden. Und die Schrot, wo wir jetzt aktuell leider nur 2 Patronen drin haben. Aber ja, die sieht eigentlich auch ganz gut aus so. Wir bleiben aber natürlich bei der Pistole. Und ich muss mal eben schauen, wir haben Gesundheit wiederherstellen. Sie können Gesundheit wiederherstellen, indem Sie Kräuter oder Erste-Hilfe-Sprays verwenden, das ist klar. Die Wirkung von Kräutern kann durch Kombination nochmal intensiviert werden, ist auch klar. Rotes Kraut erhöht das Ganze nochmal, also bessere Gesundheit. Gelbes Kraut erhöht die maximale Gesundheit. Also insgesamt wird das ein bisschen höher. Was hier nicht drin steht,
normalerweise müsste man auch blaues Kraut gegen Gift haben, aber es kann sein, dass es vielleicht jetzt hier nicht drin war. Ich bin mir nicht sicher. So, Waffenschnellzugriff. Unter Objekte können Sie eine Waffe dem Schnellzugriff zuweisen. Insgesamt können bis zu 8 Waffen zugewiesen werden. Je 2 in den 4 Richtungen. Ah ja, okay, deswegen auch die doppelten, jetzt verstehe ich. Ja, also nach dem Motto, eine Pistole, ich sage jetzt mal eine verbesserte Pistole oder eine halbautomatische Pistole, ein Gewehr, ein automatisches Gewehr, Handgranaten, Blendgranaten, sowas in der Richtung. Aber ist nicht schlecht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es im Original auch so war. Dann können wir hier, Moment, bestätigen. Das können wir nicht machen. Normalerweise müssten wir das doch untersuchen, wegwerfen. Okay, wir können es nicht. Ach so, da sieht man übrigens auch, wo das gerade drauf liegt. Das ist auf Steuerkreuz oben, die anderen auf links und unten. Ich kann es jetzt nicht automatisch nachladen damit, so wie es aussieht. Ich bin mir aber auch nicht sicher, wie ich das eigentlich so machen kann. Ah ja, okay. Doch. Mit X, also mit der linken Taste, kann man das Ganze dann schnell laden. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Weil, wenn mich mein Gefühl nicht trügt und die das nicht verändert haben, dann sollten wir normalerweise, wenn wir durch diese Tür gehen, recht schnell das Dorf erreicht haben. Und ja, das ist ehrlich gesagt die Szene, wo ich am meisten Schiss vor habe. Weil da etwas Böses auf uns lauert in diesem Dorf. Und ich konnte das damals richtig, richtig gut, sogar ohne Schaden zu nehmen teilweise. Aber es ist so lange her. Ich werde wahrscheinlich elendig verrecken jetzt. Wir werden mal schauen. Er wird auch schon ganz ungeduldig, deswegen schnelles bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.